dürfen wir hier mitten im Herzen von München vor der Mariensäule am Marienplatz neben dem weltberühmten Münchner Rathaus unseren Brauertag feiern. Und wenn ich so schaue, es sind nur strahlende Gesichter um mich rum. Und das ist natürlich für uns. Wie lange dauert denn das, Herr Oberbürgermeister, das Gedinge da? Schalten mal bitte aus, du musst ja den Schalter haben. Es ist ein wunderbares Bild, unsere Trachtler. Aus dem Chiemgau, aus dem Isargau, die Gorserschnäuzer, die Musik. Und dann meine Kameraden von der Gebirgsschützenkompanie Markirchen, die uns auch viele Jahre begleiten. Es passt einfach. Es ist ein herrliches Brauerwetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht zu heiß. Wir haben einen Haufen Wasser hierher gekarrt. Aber das brauchen wir gar nicht, weil einem jedes Bier schmeckt, weil es heute nicht so heiß ist. So muss es sein und so soll es auch weiter bleiben. Viele Gäste sind da, liebe Gäste, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind, dass Sie uns begleiten auf diesem herrlichen Tag. Ja, die Freisprechung, der Marienplatz, das Münchner Bier, das ist schon was Besonderes. Wir Münchner Brauer sind stolz, dass wir unser Münchner Bier nicht nur hier in München, sondern weltweit verkaufen dürfen. Und das Münchner Bier ist eine geschützte geografische Herkunftsangabe, was uns natürlich weltweit auch berühmt macht. Und wir könnten das alles nicht, wenn wir nicht fleißige, begeisterte, leidenschaftliche junge Menschen hätten, Brauerinnen und Brauer, die das Handwerk des Brauers oder der Brauerin und des Melzers erlernt haben, ihre Abschlussprüfung hinter sich gebracht haben und heute gut hinter sich gebracht haben und heute freigesprochen werden. Eine Tradition, die es nur noch, soweit ich weiß, bei den Metzgern, aber insbesondere bei uns Brauern gibt. Alle zwei Jahre sollte nochmal der Brauertag stattfinden. Letztes Jahr hätte super passt, 2021, auch wir hätten letztes Jahr 150 Jahre Verein Münchner Brauereien feiern wollen. Haben wir leider nicht dürfen, darum tun wir das heute, mit einem Jahr Verspätung, aber von Herzen. So, liebe Viktoria, liebes Münchner Kindl, komm rauf, du bist quasi einen großen Applaus für unsere Viktoria Ostler, unser Münchner